Nochmal gegen José Antonio Garrido Díaz. Schade, leider nicht gegen Agent JL. Justin Liang aus den aus USA. Einfach mal ein bisschen aktiv spielen hier. Keine Ahnung, ob das geht. Ist mir völlig egal. Ich bringe ihn aber zum Nachdenken. Die Sache ist, wenn er weggeht, Springer G5 hier, Mäuse stechen auf F7. Aber Springer D5 kommt C4, ne? Nimm, nimm. Er geht dahin. Er will den angreifen. Ja, das verstehe ich. C3 ist stark. Wenn er nimmt, dann kommt D4 am Ende hier. Dönekes. Aber er kann einfach Läufer E7 machen, weiterentwickeln, anstatt hier auf Bauernraub zu gehen. Aber D4 greift trotzdem ultimativ den Bauern B5 an. Läufer E7, er denkt, aber er denkt nach, seht ihr, er müsst rechnen. Ne? Springer, ja, er nimmt tatsächlich. Und jetzt D4. Schwaps, schwaps. Ah, er ist gierig. Der Justin Liang ist gierig. Heißt der Justin? Ja, heißt er auch. Justin Liang. Okay, das sieht aber wirklich sehr, sehr fragwürdig aus, Kollege. Hallo, hier. Völlig unterentwickelt. Läufer F4? Na, kommt. Boah, was ist das denn? Läufer F4 sieht ja richtig übel aus. Dame B2, Dame A8. Und wenn er D macht, kommt Läufer F3 mit Gewinn der Figur. Und wenn er den macht, ja, er muss den machen, ne? Auch nicht schön. Mach ich den, ne? Ah, er kann nehmen mit Schach. Hm. Der ist genau. Ach, spiele ich gut. Spiele ich gut, ey. Wenn er Läufer B7 spielt, ja, er geht zurück, ne? Und jetzt haben wir irgendwas mit F7 hier. Da kann mir keiner erzählen. Was mit Läufer D6? Läufer D6, Dame F7? Hm. Was mit Läufer B8? Läufer B8, Läufer B7, Läufer F3. Ne, Läufer C4, ne? Ich fange an zu zaubern. Er muss Läufer B7 machen, ne? Ne, er hat doch Dame B7. Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht. Wie schlecht TBG ist, ne? Er droht matt. Mann, ist das schlecht. Mann, ist das schlecht. Ich dachte, ich gewinne Dame B7. Ach, scheiße. So eine Traumstellung wieder aus der Hand gegeben. Ne? Ja, zwei Freibauern sind nett. Aber das hat nie mehr gewonnen. Ne? Das ist komplett schwachsinnig alles. Und ich habe mal wieder keine Zeit mehr. Zu göttlich der TBG, TBG. Ja, jetzt stelle ich noch einen Bauern ein, was soll's. Wir spielen nicht 3 plus 1, ne? Aber das ist peinlich. Echt? Das ist peinlich. Ich habe keine Zeit mehr und verliere die. Boah, das ist so lächerlich. Diese Partie nicht zu gewinnen ist so traurig. Richtig traurig. Ich war ein bisschen übermütig, war ein bisschen zu viel erzählt, anstatt mich auf die Partie zu konzentrieren. Also echt. Oh. Läufer B8, ey. Oh. Oh, was spielt man denn gegen diesen Käse, ey?
Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich mach's einfach. Gehen wir zurück. Vielleicht C4, Dame C5 oder so. Ich will nicht lange nachdenken. Ja, auf den habe ich aber den, dachte ich. Wenn einen Läufer gibt, okay, dann kriege ich den Läufer. Der Läufer steht hier richtig gut. Okay, der kann vertrieben werden, so, ne? Der Zug muss gut sein. Okay, E5 nimm, D6. Dann habe ich aber damit C6, Springer D. Ja, der Zug ist, glaube ich, muss gut sein. Und wenn er nimmt, nehme ich mit dem... Na ja, opfert, okay. Kann er gerne machen. Er muss immer auf den aufpassen, ne? Hier. Also wenn er das macht zum Beispiel. Schwupps, Schachmatt. Der Bauer hängt, den kriege ich. Er kann auch nicht decken, weil ich den einfach schlagen kann. Ne? Wegen des Matts. Ja, der sieht total gewonnen aus für mich. Gegen Love You More. Hier, Schachmatt. Jetzt werde ich wieder übermütig. Verliere ich sowieso wieder. Jetzt werde ich wieder übermütig und verliere ich. Damit die 4. Ole, ole. Das ist ein Moment. Gibt er auf? Gibt er auf oder lässt er mich das Matt ausführen? Gibt er vorher auf? Ole, ole. Ihr seht's doch, oder? Ja, wie Läufer C3, Turm E2? Wann? Hier, ne? Läufer C3, Turm E2, ne? Stimmt. Ich bin schlecht. Ich bin zu schlecht, Leute. Ich glaube, er sieht das Matt gar nicht, ne? Er wartet ab. Na komm. Wollen wir nicht länger quälen.